Einen wunderschönen hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis, willkommen bei Tukar auf Deutsch. Ja, wir sind hier im wunderschönen Adana. Ja, ich hatte ja schon gesagt, wir sind ja nicht grundlos hier hingekommen. Und den Grund, warum wir hier sind, den erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, Chanel ist ja alleine, wir brauchen jemanden für Chanel. Hiya. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh. Du bist auch ein Süßer. Und die beiden, die streiten sich da gerade. Ah, Dodo, Dodo. Jenny Dodo. Ja, 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 ich glaube, die nehmen wir mit. Ja, er hat meine Frau direkt eingeweiht. Okay, das passiert bei der Aufregung, egal. Das sind noch ganz kleine, 4 Monate. Dort, Dimmer? Dort? Dort, was? 4 Monate. Den nehmen wir mit. Und ich habe mich entschieden, ihn auch noch mitzunehmen. Die können auch alle sprechen, ne? Ja, das ist... Koko Vepasha, ja. Habt ihr gehört? Das ist der Hamid. Das ist der Koko, der gerade wegfliegt. Er kommt aber wieder. Er verkauft Vögel. Wie gesagt, schauen wir mal, wie die sich einleben. Wir werden sehen. So, wir befinden uns jetzt auf dem Rückweg. Wir sind immer noch in Adana. Gleich fahren wir auf die D400, die nächste links. Und... dann schauen wir mal. Also auch so welche Ecken gibt es in der Türkei. Sehr, sehr viel. So, dann fahren wir auf dem Rückweg in Mersin vorbei. Wir fahren jetzt eine andere Strecke. Ja, also wie ihr festgestellt habt, bin ich sehr spontan. Das war eigentlich nicht geplant, heute zu fahren. Das habe ich dann gestern so entschieden, ne? Ja. Ja, warum sind wir so spontan gefahren? Weil er gesagt hat, ja, der kann nicht bis Montag warten. Da habe ich gesagt, das ist okay. Dann holen wir uns den Wagen und fahren morgen früh. So bin ich halt, so mache ich halt alles. Ich habe jetzt den zweiten Vogel gekauft, weil der zutraulich ist, ohne Ende. 2 Jahre alt. Heißt Koko. Der eine oder andere wird verstehen, wieso. Ja, und er ist süß. Und ich wollte ihn da nicht alleine lassen, weil die anderen 2 Graupapageien, die Babys, die werden ja auch verkauft. Die sind schon verkauft. Und dann wäre er halt alleine da. Der wäre wahrscheinlich irgendwo hingekommen, natürlich. Aber ja, warum nicht bei uns? Wir haben viel Platz. Und kann man machen, Frau, oder? Ja. Ja, also der lässt sich von meiner Frau schön kraulen. Ah, jetzt will er raus. Pascha. Chanel hat das nicht so gern gemocht, das darf nur ich bei der Chanel. Ja, wie gesagt, der Moment der Wahrheit, der wird noch kommen. Und zwar, wenn wir zu Hause sind. Wie reagiert Chanel? Die ist sehr eifersüchtig. Ja, die teilt nicht gerne, vor allem mich nicht. Wie reagieren die anderen beiden? Schüchtern, also er war am Anfang schüchtern, also jetzt geht es ein bisschen. Das dauert halt ein bisschen, ich denke mal ein paar Wochen oder was. Was mit dem Koko hinten ist, muss man schauen. Er ist auf jeden Fall sehr zutraulich, definitiv. Ist aber kein Graupapagei.
aber macht ja nichts, die kommen miteinander zurecht. Und schauen wir einfach mal, wie die alle miteinander harmonieren. Dann ist definitiv Action in der Bude. So, hier sind wir in Mersin. Man sieht, die Häuser werden groß. Hier wohnen auch ein paar Menschen. Aber wir haben seit heute Morgen 6 Uhr nichts gegessen. Und nach 7,5 Stunden wird es langsamer Zeit, denke ich. Ja, wie gesagt, ihr werdet das ja am Ende des Videos sehen, wie die miteinander klarkommen, ob die miteinander klarkommen. Ich weiß gar nicht, ob ich die zusammen in den Käfig tun kann am Anfang. So ein bisschen gucken, zur Not schläft Chanel dann bei uns. Hilft ja nichts. Ja, auch für euch noch ein paar kleine Eindrücke hier aus Mersin. So ein bisschen wie Izmir, ne, Frau? Ja. Also wie ihr seht, es wird hier auch gut gebaut. So, das ist der zweite, den wir haben. Timmel, Koko. Hey. Ja, sieht ein bisschen schlecht aus, ne? Komm, Köpfchen kraulen. Ich komme nicht dran, so lange Finger habe ich nicht. Ne? Der ist aber ganz zutraulich. Und ja, wie ihr es von mir kennt, in Mersin erstmal ein Sub. Gucken wir mal, was der andere macht. Der Pascha. Hallo, du hast nicht gegessen, du wolltest nicht? Hm? Olle, muss was essen, Schatz. Ist alles neu, ne? Ja, muss am Zittern. Bald sind wir zu Hause. Und genau das habe ich versucht zu vermeiden. Diese Serpentinenstraßen bei Dunkelheit. Wir haben es jetzt noch nicht ganz dunkel, aber viel fehlt da jetzt auch nicht mehr, weil die Straßen sind nicht so der Burner, weil hier kommt auch schon mal ein LKW genau in deine Spur rein. Die wollte ich eigentlich bei Dunkelheit nicht unbedingt haben. Und da geht es ein paar hundert Meter berg runter. Ja, wir sind in Gazi Pascha angekommen. Also jetzt noch rund 30 Kilometerchen. 35. Ich bin gespannt, also wirklich, ich bin gespannt, wie die Reaktion gleich sein wird. Ich habe gemischte Gefühle, ehrlich gesagt. Aber warten wir es ab. So, wir befinden uns jetzt schon in Kargejak, wo wir wohnen. Da hinten ist Alanya, Home Sweet Home, würde ich sagen. Naja, noch ein paar Minütchen, aber dann sind wir da. Jo, gemeine Gewicht. Ja, wir sind jetzt angekommen. Wir sind um 6 Uhr losgefahren. Wir haben 8:30 Uhr, also 14,5 Stunden, 13 Stunden, ein bisschen mehr Nettofahrzeit. Wir bereiten jetzt drinnen erstmal vor. Also ich bin richtig gespannt, wie die Chanel reagieren wird, weil die ist, seitdem der Koko weg ist, die ist so territorial, so richtig geprägt Territorialverhalten, Papa fixiert und meine Frau kennt das auch, die weiß, was ich meine. Ich weiß nicht, wie die beiden reagieren, ich weiß nicht, wie die drei reagieren. Ich würde sagen, hilft ja nichts, finden wir es raus. Gucken wir mal, die hat schon gepfiffen. Papa ist wieder da. Ja, hast du mich vermisst? Du hast mich vermisst. Mama ist auch wieder da. Wir haben aber noch jemand mitgebracht. Musst du gleich lieb sein, okay, Schatz? Ja? Du musst lieb sein, ne? Gleich. Hammer. Du gehst jetzt noch mal ein bisschen in den Käfig. Wir machen hier Platz. Dann kriegst du jemanden. Chico, bist du da? Okay. Dann gucken wir jetzt mal, ja? War eine lange Fahrt, war sehr viel Stress, ne? Alles gut. Okay?
Schnell, wer ist da? Wer ist das? Kommst du da gucken? Wer ist das? Cousin. Bukim. Bukim. Chico. Chanel. Chico. Ja? Chanel, Cousin. Da kommt aber noch jemand. Da kommt noch jemand. Okay? Pascha, du bist zu Hause. Kommst du mit? Ja. Alles klar, komm. Kommt die Stunde der Wahrheit. Ja. Köpfchen kraulen, genau. Wir gucken jetzt mal, okay? Da. Ui, geh, Papa. Geh. Oh. Oh, guck mal, der kommt direkt. Der kommt direkt. Oh, ja. Oh. Liebs, aber lieb sein, ne? Ihr müsst lieb sein, okay? Jetzt bist du auf einmal laut. Tamam. Köpfchen kraulen, Pascha. Du bist ein Braver. Du bist ein Braver. Dimme? Küsse? Bitte ein Apple Chip? Du bist auch eine Brave. Tamam. Der Papa ist da, ne? Warte, ich halte dich aber fest. Ich weiß nicht. Hallo. Hi. Pascha. Hi. Ihr seid beides meine Kinder. Ja, du bist sowieso mein Kind. Tamam. Du bist sowieso mein Baby. Pascha, Köpfchen kraulen. Du bist auch brav. Okay? Ja? Da haben wir noch den Chico. Okay? Oh, ey. Chanel, Cousin. Okay, wo soll er hinfliegen? Chanel. Chico? Oi, Chico. Okay. Aber flieg zurück. Chanel, kst. Kst. Chanel. Chanel. Hallo. Higher. Higher. Nicht angreifen. Okay? Sei lieb. Komm mal, geh hier. Ja, fein. Fein hast du das gemacht. Bist ein Braver, ne? Chanel, du musst auch lieb sein, ne? Okay? Du bist jetzt nicht mehr alleine, Baby. Der ist sich jetzt am Putzen. Die kriegen jetzt erst nochmal vernünftiges Essen. Und morgen wird es dann ein richtig schönes Frühstück geben. Mit Ei. Dimmer, Chanel, Ei. Und Bananenchen gibt es morgen. Gib's mir mal essen. Chanel hat ihn wie zu erwarten angegriffen. Jetzt putzen die sich im Kollektiv. Chico ist am Klettern. Die kommen natürlich ins Außengehege. Ist klar. Wenn das fertig gemacht ist. Ja, also überraschend gut gelaufen bis jetzt. Also ihr habt gesehen, die putzen sich, die hauen sich nicht den Schädel ein. Chanel hat ihn zweimal angegriffen. Territorialverhalten, wie ich es befürchtet habe. Ich gucke sie gerade an, alles gut. Warten wir einfach mal ab, das dauert halt ein paar Tage. Eingewöhnungsphase, wenn es euch gefällt. Daumen geben, Abo geben, Glocke aktivieren, ihr kennt das Spiel. Teilen in den Social Medias. Also vielen Dank für den tollen Support, den ich immer von euch bekomme. Wenn ihr solche Videos öfter sehen wollt, also wenn wir auf Tour sind, wenn wir auch längere Strecken fahren, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Das war ich, wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt und bis dahin habe ich die Ehre. Ciao.